Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Royce 2. Wir haben in der letzten Folge aufgehört und haben in der letzten Folge, einen neuen Planeten begonnen und haben jetzt auch eine andere Ära hinzugefügt und zwar, wie man hier auch sehen kann, das Eisenzeitalter. Das musste ich alles nochmal manuell machen, weil ich habe außersehen erst wieder das entspannte Zeitalter genommen, was wir natürlich nicht nochmal spielen wollen, weil wir haben das ja schon gehabt in den ersten 4 Folgen. Und jetzt widmen wir uns einer neuen Zeit, die bestimmt sehr spannend wird. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Die wollen bestimmt noch mehr Technologie. Ja, die wollen natürlich mehr Technologie. Was frage ich denn da überhaupt? Natürlich wollen die das. Und ich würde sagen, das bieten wir denen auch direkt mal. Ich mache hier noch einen Ramon-Tree hin. Und so werden sie immer schlauer. Ah nee, wir müssen auch Mineralien haben, ne? Hätte ich mal lieber anpflanzen sollen. Anpflanzen ist doch gut. Platzieren sollen. Komm schon. So. Du platzierst das mal. Ich frage mich nur, wann wir diese neuen Sachen hier freischalten. Wie Upgraded Slots und Micros Menu oder generell auch, wie man hier sehen kann, gibt es auch andere Gebiete. Savanne und sowas alles, ne? Das ist halt... Ich frage mich, wann man das freischaltet. Ich hoffe bald. Bin ich auf jeden Fall ein Freund von. So, wir könnten... Na, da mache ich mal noch nichts. Ich folge jetzt erstmal den Missionen, so wie sie sind. Und dann, ja, mal gucken. Was ich mich gerade frage, wenn wir kein Lagerfeuer einsetzen, können wir denn auch einfach nur ein einziges Gebiet haben? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte keinen anderen auf diesem Planeten haben, was ziemlich egoistisch wäre natürlich, aber wenn ich das jetzt einfach mal von mir behaupte, so rein hypothetisch, dann könnten die das bestimmt alles selber einnehmen, oder? Dann hätte ich ein Dorf, was Camp Eastwood wäre. Ja, dann. Na gut, mal schauen. Das werde ich ja dann noch erfahren. Die sind auf jeden Fall gerade auf dem Weg, aber ich glaube, die haben nicht vorne die Baunusteine. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, die haben, glaube ich, nicht vor, das Gebiet einzunehmen da vorne. Das heißt, es könnte auf jeden Fall darauf hindeuten, dass wir, ja, ein Lagerfeuer platzieren müssen. Was haben die hier die ganze Zeit? Oh, Kuchen! Könnt ihr mir ein Stück abgeben? Ich als euer Anführer, als euer Erschaffer, könnt ihr mir bitte ein Kuchenstück geben? Danke. Apropos Kuchen, ich esse nachher noch Mondkuchen, da freue ich mich drauf. Nach der Aufnahme wahrscheinlich. Immer ein bisschen belohnt nach der Aufnahme, ich das Gefühl. Oh, wir haben Eisen! Aha. Dafür brauchen wir Biotika, aber Eisen ist natürlich nicht schlecht. Das bringt natürlich erstmal viel mehr Schlauheit, wollte ich gerade sagen. Mehr Forschung. Und ich glaube tatsächlich, das werde ich direkt mal ersetzen durch die Steine, durch die normalen. Wait, das bringt weniger. Warum bringen die hier 20, aber Eisen nur 15? Das lohnt sich ja dann gar nicht. Das kostet ja nur Biotika dann. Ich habe gedacht, oh, das ist so viel besser, aber ist es ja gar nicht. Ich meine, gut. Wenn wir mehr Eisen in diesem Biom haben, steigt das wieder. Aber ich habe nur 2 Plätze frei. Das heißt, die würden sich letztendlich nur auf 5 upgraden und letztendlich dann halt ja dieselbe Anzahl haben wie davor auch schon. Und das lohnt sich nicht, denn wir haben nicht genug Biotika für 2 Stück. Ist nicht so, ja, ist nicht so nützlich tatsächlich, wie ich erwartet habe. Frage ist jetzt, wollen wir noch mehr Sumpfbiom haben, beziehungsweise Regenwald? Gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen jetzt erstmal... Eine Wüste passt irgendwie gar nicht ins Setting. Wir machen hier erstmal ein bisschen Wasser hin hier hinten. Schau mal, was hier so kommt. Und dann habe ich das Gefühl, dass die wahrscheinlich ihr Grundstück nicht vergrößern werden. Und wir dadurch halt... Ja, jemanden Neues anheuern müssen. Wahrscheinlich. Ich werde erstmal noch ein bisschen warten damit. Aber dann... Ist es ja auch schon soweit. Da muss ich mal gucken. Ach, Mist. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Teile hier nochmal abreißen. Weil wir sollen halt... Nee, warte mal. Ich habe erst gelesen hier Mineralien, aber nee, warte mal. 5 Unique Biotica within Borders. Also, ah nee, aber hier brauchen wir Mineralien. Hä? Aber das ist auf dem Planeten. Okay, das ist also anders zu lösen. Sehr gut. Guck mal, der chillt direkt am Strand. Oh, das fühle ich aber auch.
Dahinter regnet's. Die liegen am Strand. Was will man mehr, ne? Generell muss ich sagen, ein regnerischer Badetag. Besseres gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Also, am besten wäre es ja dann, wenn wir tatsächlich die Mineralien aus diesem Gebiet hier wieder abreißen. Auch wenn die 20 geben. Wie viel bringt der Baum? Der bringt nur 10. Da werden die ja wieder dumm, die Leute. Aber wir brauchen halt Biotika, ne? Ist das noch anders möglich? Haben wir noch irgendwas anderes, was das Gleiche hervorruft? Nee. Wie gesagt, ich verstehe das Eisen nicht. Wenn das Biotika bringen würde, dann würde es Sinn ergeben. Aber es tut's ja nicht. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, okay, es nimmt hier aber auch keiner das Gebiet ein. Also nutzen wir jetzt einfach mal jemand Neues hier. Wir haben unter anderem einen Botanist. Liebt Pflanzen. Desto komischer, desto besser. Und ja, das ist doch gar keine Frage. Oder halt die Piratenkönigin. Also die bringt halt Gold und der bringt halt Pflanzen. Der sieht doch cool aus. wir nehmen ihn. Oh, noch zu nah dran am City Center. Hilf uns! Da schreien die schon laut auf. Ja, ja, warte mal. Warte. Ich platziere euch hier noch ein bisschen. Das wird sehr viel Sumpf heute. Ein bisschen zu viel Sumpf vielleicht für die meisten. So, damit die am meisten Platz haben, hätte ich ja tatsächlich gesagt, warte mal, wie viel nehmen die immer so ein? Bis zu 3. Also könnt ihr ruhig ihr Lagerfeuer da hinten platzieren. Dann haben die nämlich das Gebiet hier und dann könnt ihr da auch nochmal 2 zur Seite bauen. Ah, Mist, 3 habe ich gesagt, ne? Ja, na gut, egal, dann reichen 2. Mal gucken, wie das so ist. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Die haben auch schon direkt eine Muschel hier. Oh, seit wann steht hier sowas? Das ist die Schmiede, ne? Habe ich gar nicht bemerkt. Den Strand da hinten möchte keiner haben. So, die haben wir auf jeden Fall Pflanzen im Biom haben. Da würde ich einfach direkt mal wieder die hier platzieren. Ah. Wartet mal. Den können wir nutzen. Das habe ich nicht gemerkt. Okay, das ist ein Booster. Wie viel bringt ein Stein einzeln? So ein guter alter Stein hier. Ne, warte mal, ich möchte so einen haben hier. Wait, what? Hallo, kannst du mir mal eine Vorschau geben, was ich da so nehmen kann? Hier. Der bringt 10, ja. Der würde halt 20 bringen, plus den Boost halt mehr, aber wir wollen hier halt mehr Biotika haben, ne? Das ist das Problem dann wieder. Ja, jetzt muss man sich natürlich entscheiden, was man davon eher nimmt. Wie gesagt, das bringt jetzt 10. Kann aber nicht geupgradet werden, aber dadurch kriegen wir auf jeden Fall einen neuen Punkt. Bringt halt nur 10, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir das nochmal auswechseln können, weil normalerweise wäre es ja für die Intelligenz jetzt schlau, wenn wir sowas hier holen, weil das, wenn es auf der Fläche mit anderen Science-Sachen steht, was es ja tut, wegen dem Baum hier, bringt das gleich 20 plus den Booster noch mehr. Ich glaube, ich mache lieber das. Sonst kann ich ja immer noch wechseln. Weil dann ist der Booster eh aufgebraucht, so ungefähr. Oh, schau ich das an. So viel Intelligenz strömt in mein Gehirn. Also einen Intelligenzboost bräuchte ich auch mal in echt. Wo bleibt der? Gibt's den käuflich zu erwerben irgendwo? Ja, guck mal, die sind doch jetzt schon direkt ein bisschen schlauer. Wie gesagt, das Biotika-Ding müssen wir dann irgendwie lösen. Ich habe noch keine Ahnung wie, denn wie gesagt, die nehmen auch nicht mehr Fläche ein, als sie gerade haben. Das ist generell so ein bisschen mein Problem mit dem Spiel. Ich weiß nicht ganz, was man tun soll, sobald man halt, ja, alles bebaut hat. Die nehmen ja nicht mehr ein. Die können halt, gut, die können halt, ne, nochmal intern was bilden hier. Indem die halt nochmal irgendwie eine Fläche dazu bekommen, indem der Planet wächst im Allgemeinen. Aber ja. Increase how much Aeon is left before the current era comes to an end. Wollen wir das mal machen? Dadurch haben wir jetzt ein Upgrade gehabt, was die Dings angeht, oder was? Dadurch haben wir gerade einfach nur Aeons verloren. Ah ja, das war irgendwie... War das so gut?
Mal schauen. Damit kenne ich mich, wie gesagt, noch nicht aus. Da sieht man mal wieder, dass ich im Endeffekt ja wirklich dann noch Beginner bin. Auch wenn ich jetzt langsam so ein bisschen das Grundprinzip drauf habe vielleicht. So, hier wollen die bei Technologie auf 4 kommen und Pflanzen haben. Das heißt, das sollte nicht so schwer sein. Dann bauen wir nämlich erstmal ein paar Ramon-Trees. Bauen wir hier hin. Boah, da müssten eigentlich die Steine hin, ne? Weil die am meisten bringen. Bauen wir da noch einen hin? Ich glaube, den muss ich tatsächlich doch noch... Aber nee, hier bringt er ja... Ach man, das ist so schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden. Hier kommen auf jeden Fall Steine hin. So, dann haben die das... Davon haben die dann schon mal genug. Technologie sollten die auch gleich komplett geupgradet sein. Und vielleicht wächst der Planet ja dann schon wieder um ein Stück. Kann sein. Wir haben auf jeden Fall schon mal... Was das angeht, eine Mission erfüllt. Das ist dementsprechend sehr gut. So. Ja, ihr habt es geschafft, tatsächlich. Genug schlau. Genug schlau. Gut erkannt, Len. Okay, hier geht es wieder um Inspiration. Wir könnten eine Farm haben. Bringt natürlich mehr Essen. Wir könnten eine Algenfarm haben. Das würde nicht so viel bringen. Wir haben derzeit kaum Gewässer in der Nähe. Dann halt Holzschneider und ja, Heilkräuter nochmal. Ja, wie gesagt, weil ich in diesem Run halt auf Intelligenz gehen muss, auch weil es die Challenge ist, muss ich mich dafür entscheiden. Scheiß mal auf Essen, ne? Ihr geht schon ordentlich mit eurem Magen um, hoffentlich. Genau, und ich denke mal, so soll man wahrscheinlich auch im Endeffekt Fläche dazu gewinnen, indem man halt die Quests halt, ne, sozusagen übernimmt. Problem ist nur, die werden halt irgendwann schon ziemlich, ja, anstrengend. Aber wir können auf jeden Fall was upgraden. Dann machen wir natürlich den Rainforest. Oh, Output 20. Sehr gut. Das ist gut. Gumbalimbo, Bananen. Nee. Wir nehmen diesen tropischen Baum. Da gibt es vielleicht sogar einen Vogel dazu. Und hier gibt es einen Huhn. Nehmen wir den. Der gefällt mir. Haben wir noch einen Punkt frei? Nee. Ah, okay, doch. Okay. Maximaler Rang. Wir haben aber noch einen frei. Den nutze ich aber erstmal noch nicht. Den nutze ich noch nicht. Wir können übrigens auch schon wieder einen neuen Stamm bilden hier unten. Das mache ich aber auch noch nicht, weil ich gehe das Ganze ruhig an, okay? Ich will nicht direkt alles platzieren, was blinkt. So, und hier hätte ich jetzt gesagt... Okay, der bringt auch 20 im Endeffekt, aber das ist ja... Das bringt ja auch nicht viel. Das ist halt Feuerstein, ne? Metzvögel, die bringen Geld. Darauf fokussieren wir uns absolut nicht. Der wiederum. Das ist ein sehr guter Baum. Der bringt nämlich 20. Die hier bringen nur 10. Kostet natürlich... Ne, bringt sogar Biotik. Komm. Oh. Was machen wir? Machen wir sofort. Da denke ich gar nicht drüber nach. Auch wenn das hier gerade sehr schöne Bäume sind, die hier gepflanzt sind, muss ich zugeben, kommen die direkt alle weg. Sorry. Intelligenz ist an dem Punkt wichtiger als Schönheit. So, das ist ersetzt worden. Ja. Bringt im Endeffekt mehr Intelligenz, ne? 70! Willst du mich verarschen? 70! Davon platziere ich gleich noch 20 Stück. Wir sind hier gleich hyperintelligent. Wann erfinden wir die Zeitmaschine? Alter! Holy shit! Ja. Nett. Finde ich gut. Bin ich ein Freund von, wenn man mich fragt. Machen wir hinten auch nochmal. Ja. Wir können aber noch einen platzieren, ne? Wo bringen die denn am meisten? Was stand denn da? Hab ich gar nicht geguckt. Ah, okay. Vielleicht sollten wir es doch so lassen. Weil es bringt anscheinend keine Biotika dazu. Hab ich das Gefühl gerade. Muss ich mal gucken, wie das geregelt ist. Da muss ich einfach mal schauen. Aber Eastwood zählt jetzt im Allgemeinen, ne? Irgendwie. Die haben jetzt alle 5. Gut, was ist der nächste Schritt? Der hier ist leider ein bisschen im Weg, ne? Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Ich sehe nicht ganz, was es da noch so zu tun gibt. Kann der bitte verschwinden? Danke. Okay, der will auf jeden Fall noch mehr Pflanzen haben. Soll bekommen. Ja, da können wir theoretisch auch sowas nehmen, aber
Nehmen wir jetzt einfach mal ganz standardmäßig ein Ramon Tree. Ich wollte schon wieder sagen Kuchen. Was ist mit... Ich sollte den Kuchen daher auf jeden Fall essen. Ich merke schon, der übernimmt Kontrolle meines Gehirns gerade. Nicht so gut. Ich weiß halt nicht ganz, wie der jetzt funktioniert, ne? Dieser Baum, der bringt jetzt an sich echt gut. Also echt viel auch. Mein Problem ist halt, der muss ja, wie gesagt, platziert werden in Orten. Wo halt das herrscht, ne? Die Mineralien brauchen wir aber auch in diesem Ort. Oh, das ist alles so schwierig. Dabei haben wir das hier fast, ne? Gut, wie sieht's denn bei denen jetzt aus? Genau, da muss ich jetzt noch eine Pflanze platzieren. Aber das... Irgendwie brauchen die wenig Essen, ne? Also die haben null Essen hier. Ich weiß nicht, wie die überleben. Aber, naja. Ich hinterfrag's auch gar nicht. Die freuen sich ja schließlich darüber, dass sie schlau sind. Da haben wir das nämlich schon mal... Da müssen wir die Technologie auch auf 12 bringen. Oh Gott. Das ist auch nicht so leicht. Da muss ich auch mal schauen. Die erweitern auf jeden Fall gerade auch ihr Gebiet. Das ist gut. Kommst du nur sofort, haben die ein größeres Gebiet? Die haben ein größeres, oder? Nee, gleich groß. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, dass jeder ein Viertel einnehmen kann. Und dadurch, dass ich auf dem letzten Planeten ein bisschen dumm das Ganze geregelt habe, kann ich mir vorstellen, dass dieser Platz halt frei geblieben ist, weil ein kleines Territorium auch existiert hat. Interessant. Okay, dann werde ich mich mal umschauen. Brauchen die so viel Essen? Fragezeichen. Bringt das hier Essen? Nee. 78. Das ist ja nochmal gestiegen. Stark. Bringt 30. Bringt 10. Aber der muss halt stehen bleiben, glaube ich, ne? Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich den jetzt wegräume. Ich lasse den jetzt erstmal so stehen. Ich fass mal hier gar nichts an jetzt erstmal in dem Gebiet. Wir müssen auf jeden Fall... Ich kann halt leider nicht gucken, was hier steht. Also wie viele wir davon haben. Ich meine aber, wir haben 4 und brauchen 5 halt, ne? Das heißt, wir müssten nochmal Mineralien abreißen. Und wahrscheinlich da lieber Pflanzen hinbauen dann. Was kein Problem sein sollte. Glaube ich. Weil hier ist noch ein empty Slot. Da könnte ich dann auch Mineralien platzieren. Ja, gut. Pass auf, wir bauen das hier mal ab. Bauen stattdessen dort einfach mal noch so einen hin. Und dann hoffe ich mal, dass es ausreicht. Ich hoffe, damit mache ich mir jetzt nichts kaputt, ne? Mal sehen, ich werde es ja dann am eigenen Leibe erleben jetzt. Ich hätte mal einen Quicksave machen können, ne? Okay, wir haben auf jeden Fall Biotika verloren. Der bringt allerdings 32 und der hier... 32, okay, jetzt habe ich es einfach nur... Nee, jetzt mache ich sogar weniger. Der war davor auf 70. Nein! Ach, so ein Mist. Ah, das war gar nicht gut. Ich hätte, wie gesagt, mal einen Quicksave machen sollen. Die freuen sich zwar jetzt über ihren Baum hier, aber wirklich toll ist das auch nicht. Was ist passiert, wenn ich den wieder abreiße? Kriege ich das Biotika wieder? Tatsächlich, okay. Also bringt der hier auch wieder... Oh, danke schön. Der bringt auch wieder 78, weil ich hätte dadurch wirklich Minus gemacht, indem ich nochmal so einen Baum platziere. Das war gefährlich. Okay, aber kann ich denn in das neue Gebiet so einen Baum platzieren, ist die Frage. Könnte ich das tun? Ich werde es einfach ausprobieren. Wie gesagt, ich kann mal kurz quicksafen, weil wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee, nicht wahr? Und dann werde ich hier einfach auch mal einen platzieren. Mal gucken... Ob das dann der andere dann doch wieder Minus macht. Weil irgendwie... Ja, die teilen sich irgendwie die Kasse, ne? Ja, bringt wieder nur 32. Das ist blöd. Komisch. Das sind doch zwei verschiedene Gebiete. Warum funktioniert das denn jetzt so? Okay, wir machen mal einen Quick Load. Zu einer Zeit, wo dieser Baum noch nicht stand. Ja, das muss ich irgendwie umgehen können eigentlich, ne? Mal schauen. Das werde ich ja noch lernen. So, die wollen jetzt erstmal auf jeden Fall mit der Technologie nochmal ein bisschen vertrauter werden. Da wäre es wahrscheinlich am schlausten dann, wenn wir unter anderem an sich diese Bäume platzieren, weil die bringen weiter Biotika und Biotika mundet eigentlich darin, dass, ja, dass
wir mehr Punkte über den Baum da hinten bekommen. Das heißt, das werde ich mal ausprobieren. Hier steht ein Stein alleine, ne? Oh ne, der kriegt 30. Kriegen die alle 30? Ne, warum kriegt... Achso, wegen dem Boost. Verstehe. Der sollte jetzt mehr geben. Eine 87, glaub's nicht. Das ist ziemlich stark, ne? Den kann ich egal wohin platzieren und der kriegt immer mehr. Okay. Wir sind jetzt bei 11 Science. Sind also schon maximal drüber. Mein Problem ist wirklich nur, dass wir halt noch irgendwas mit Biotika brauchen. Da muss ich mich halt mal umschauen, ob wir dann mal irgendwelche anderen... Ja, Papaya bringt aber Biodiversity. Wir müssen einen Stein wegnehmen halt, ne? Aber das hat auch nicht so viel gebracht. Aber ja, ein Stein müsste gehen an sich, ne? Was ist, wenn ich statt einem Stein dort auch noch ein Papaya-Dings hin platziere? Oder noch ein Ramon-Tree? Mache ich das mal? Probier es einfach aus. So. Wie sieht's da aus? Der kriegt auf jeden Fall mehr dazu, genau. Aber wir haben nichts dazu bekommen, was das angeht. Ja, Mist. Der macht jetzt auch kaum noch was, ne? Der macht, ne, der macht noch 20. Der ist ja umgeben von Intelligenz. Ja, ich könnte... Nee, aber ich brauche irgendwas, was Biotika gibt auf jeden Fall. Na, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf den hier weiter. Weil der möchte mehr Intelligenz haben und das sollte nicht so schwer sein, denn das gewinnt man eigentlich schnell dazu. Hier könnten wir halt höchstens mal vielleicht einen Meerplatz hier daneben. Sodass sie darauf mal zugreifen. Naja, ich finde es wie gesagt auch immer noch ein bisschen verwirrend, dass die beide sich halt die Biodiversity halt teilen. Das finde ich irgendwie interessant, aber auch irgendwie komisch. Der bringt auf jeden Fall 95, das ist insane. 8 von 10, das heißt, wir können halt immer noch weitere platzieren und das bringt immer noch was. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel nochmal einen hier hinten platzieren. Ne, nicht ein Papaya, sondern ein Ramon. Mach das mal noch schnell. Und dann sollten wir immer noch Intelligenz dazu bekommen, glaube ich. Dann haben wir das doch eigentlich auch schon fast bei dem hier, ne? Obwohl, gewinnt der überhaupt was dazu dabei? 104! Alter, ich glaub's nicht. Die Leute, die sind extrem schlau. Die werden einfach... Die übernehmen mich bald. Die übernehmen bald meine Kontrolle und dann bin ich dann Bürger. Oh Gott, das darf nicht ausarten, okay? Aber ja, ich bin eigentlich bisher ganz zufrieden. Ich finde, es läuft sonst ganz gut. Es ist zwar sehr viel Rumgrübelerei, weil ich, wie gesagt, noch nicht alles verstehe in diesem Spiel. Aber dafür spielt man es ja und lernt es ja nebenbei dazu. Und wie gesagt, Tipps sind ja auch gerne gesehen. Also wenn ihr welche habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Roy 2. Habt noch einen wunderschönen, revolutionären Tag. Lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.